Okidoki, Leute, bevor es weitergeht mit dem Abenteuermodus, wollte ich mir sehr gerne einmal die Geistertafel anschauen. Darum wollte ich mich eigentlich heute im Privaten in der Nacht kümmern, aber da habe ich mir gedacht, nee, mach mal gleich ein kurzes Video dazu. Alles Klärchen. Wobei, nach dieser Sache geht es eigentlich direkt los mit dem Abenteuermodus, aber vor dem Modi sich das einmal anzuschauen, ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Okay, was haben wir denn hier für Geister am Schlüssel? Sid, Kyle, Phantom, Prinzessin Schoko, Schokora, haha, okay, Moblin und Plasma-Wisp. Also ich habe mich für die Prinzessin entschieden. Und wie geht das jetzt hier? Aha, okay, ganz normal, anpassen. Ah, okay, ich kann jetzt nicht mit dem Team aus dem Abenteuer-Modi kämpfen. Wir haben noch 3 Minuten Zeit für diesen Primärgeist. Wow. Okay, ja, wen soll ich denn nehmen? Bayonetta? Nee, ich glaube, ich nehme Dr. Mario. Mit Dr. Mario kämpfe ich ja sehr, sehr gerne. Kämpfe gemeinsam mit deinen Freunden als Team. In der Kämpferauswahl können bis zu 4 Spieler gewählt werden. Ja, nice, Leute. Also, wenn ihr Bock habt, gebt mir Bescheid. Primärgeist? Ja, wie wär's, wenn wir direkt übertreiben, damit wir auch gleich mit dem Abenteuermodi loslegen können. Wobei, ich nehme einfach das Team, was ich jetzt neulich gespeichert habe. Hier, Proto, Kyokre und Kampf. Fertig. Mehr aber auch nicht nötig. Okay, gut. Da bin ich gespannt. Prinzessin Peach mit Prinzessin Schokora. Diesen Primärgeist würde ich gerne halten. Ich mache das auch zum ersten Mal, Leute. Daher kann es sein, dass ich mich gerade wie ein Vorschüler anstelle. Also jetzt nicht das Smashen, sondern hier das Ganze hier, was wir uns gerade antun. Sag mal, wo kommst du denn her jetzt? Prinzessin Peach, du bist mein Ziel. Oh Mann, die sind ja immer am Jumpen und Jumpen. Ja, nice, jetzt bin ich ganz klein. Teppich. Wo bin ich? Ah, da bin ich. Verdammt. Das ist voll nervig, so klein zu sein. Ja, ist das denn zu fassen? Da kommt er mir mit Kugelwilli an. Weg mit dir, du Nervensäge. Prinzessin Peach, was machst du denn da die ganze Zeit? Du bist ja voll zickig heute am Start. Wieso lässt du dich nicht treffen? Och, genau jetzt bekomme ich den Blitzschlag. Oh, was macht denn Prinzessin Peach die ganze Zeit? Was stand da eigentlich im Text? Kann man sich das jetzt anschauen? Nee. Nee, kein Bock drauf. Aber da stand bestimmt irgendwas, ne? Mit, ja, sie ist die ganze Zeit am Hüpfen und so. Die sind aber alle am Hüpfen. Ich krieg doch gleich die Krise, Mann. Kugelwilli. Jetzt gib ihm. Sehr schön. Jetzt nur noch Wario und Peachy Michi. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Ich krieg sie irgendwie nicht erwischt. Das ist doch heftig. Jetzt. Sag mal, hör doch auf. Die ist sowas von nervig. Nein, ne? Ey. Ich hasse Wario. Dreckskerl. Wie hinterhältig, Mann. Ja toll, jetzt habe ich ein Bild am Start. Aber ich bin noch gar nicht fertig mit dem, was ich machen wollte. Miss, schnell zurück. Noch 57 Sekunden. Nochmal. Schnell. Das ist die letzte Chance. Ich weiß sonst nicht, wie man Prinzessin Schokora erhalten soll. Ja, bestimmt gibt es dafür eine Möglichkeit, aber ich würde das jetzt gerne anpacken wollen. Oh, gut, dass ich am Aufnehmen bin. Ich habe gerade Super Mario Sunshine gespielt. Und irgendwann, so nach 11 Minuten, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht am Aufnehmen war. Ja, das passiert mir manchmal. Ja, boah, irgendjemand hat sich gerade verabschiedet. Ich glaube, das war der Wario. Nice, jetzt bist du dran. Komm her, du bist so nervig. Was machst du denn hier, Peach? Warst du nicht immer auf der anderen Seite? Ach nee, das war der andere weibliche Charakter aus Super Mario Bros. 2. Jetzt. Ja, sehr schön. Ich habe sie immerhin erwischt. Jetzt nochmal. Sehr schön. Aber das hat wehgetan. Sorry, Peachy Michi. Du bist so sweet, aber... Oh, Junge. Noch 53 Sekunden Zeit habe ich für diesen Kampf. Oh, jetzt hör doch auf zu nerven, Peach. Weg mit dir. Ja, wir haben es hingekriegt. Puh. Nicey, Micey. Der Geisterschuss. Nach dem Sieg kommst drauf an. Triff den Kämpfer, um den Geist zu befreien. Achte auf dein Timing, um die Lücke im Drehschild zu treffen. Der Geisterschuss 2. Lücke verfehlt? Halb so schlimm. Jeder Schuss zerbricht den Schild ein wenig. Beim nächsten Versuch hast du bessere Chancen. Geisterschuss-Items. Schildöffner. Etwas Hilfe beim Geisterschuss gefällig? Bestimmte Items verkleinern oder verlangsamen den Schild und erhöhen so deine Trefferchancen. Haha. Yeah. Ist ja geil.
Gut, dass ich Peach erwischt habe. Ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe nur darauf gewartet, bis da so eine Öffnung entsteht. Aber das war ja auch das, was gewollt war. Gut, jetzt haben wir Prinzessin Shokora am Schlüssel. Zum ersten Mal auf der Geistertafel einen Kampf gewonnen. Das war auch das erste Mal. Wobei, das war jetzt das zweite Mal. Den ersten Kampf habe ich ja nicht sofort gewonnen. Ach was, hier gibt es jetzt noch Taubsi, Alola Vulpix, Kalista. Also Leute, so kann man das anpacken. Ich wollte das sehr gerne einmal mit euch gemacht haben. Falls ich irgendwie in den nächsten Parts plötzlich ja, neue Primärgeister am Start habe, dann wisst ihr, wie ich das noch zusätzlich gemacht habe, ne? Also ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, jedes Mal oder die ganze Zeit Videos dazu zu machen. Zur Geistertafel. Weil ihr habt ja gesehen, wie das ist. Man hat eine bestimmte Zeitangabe im Kampf, aber auch die Primärgeister haben eine gewisse Zeit an dem Dasein. Irgendwann, ja, kommen neue Primärgeister. Felder bewältigt, 68, Kämpfer gerettet, 6. Was? Das ist doch viel zu wenig. Jetzt geht's wieder los mit dem Abenteuermodus. Ach ja, stimmt, einige Primärgeister haben ja einen Ausflug unternommen gehabt. Und das kann man sich doch hier bei den Aktivitäten einmal anschauen. Ausflug Ruin. Okay, was passiert jetzt? Oh, was haben wir denn bekommen? Der Ausflug ist zu Ende. Und was Schönes gefunden? Ich muss gerade ein bisschen an Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond denken. An das Kampf-Resort? Ne, nicht an das Kampf-Resort. Wie hieß das nochmal? Irgendwas Resortmäßiges. 345 Gewinnpunkte. Ja, nice. Möchtest du deine Geister auf eine weitere Erkundungstour schicken? Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Erstmal Charaktere, die ich nicht benutzen werde, oder soll ich jetzt schon mal irgendeinen starken Charakter losschicken? Vielleicht gibt es ja dadurch krassere Belohnungen. Ah, egal, ich schicke jetzt irgendwelche. Die Beldra. By the way, tut das auch, wenn ihr euch mit dem Abenteuermodus auseinandersetzt gerade. Ich meine, was ist schon daran schlimm, extra an Gewinnpunkte ranzukommen? Yeah. Diesen Ding will ich auch demnächst einsetzen. Los geht's. Okay, und ja, wollen wir auch nochmal kurz einkaufen? Können wir auch gleich eigentlich nach einer Runde machen, aber jetzt gleich zu Beginn kann man das auch machen. 2 Stunden, okay. Weil nicht, dass wir jetzt schon was kaufen können. Und in der Zeit, ja, wo man nichts kaufen kann, kommen vielleicht neue Geister dazu. Schaut mal, wir können hier 2 Sachen kaufen. Primärgeist im Sonderangebot. Ah, aber ich habe nicht genug Cash dabei, beziehungsweise ich habe nicht ausreichend an Gewinnpunkten am Start. Okay, dann holen wir uns wenigstens Snacks. Das können wir uns ja noch leisten. Ach ja, in der Nacht war ich nochmal im klassischen Modus unterwegs. Mit ein, zwei Charakteren bin ich auf die 9. Stufe gekommen. So habe ich auch nochmal, ne, einige Snacks klar gemacht und dem einen oder anderen Charakter was gegeben. Okay, hier können wir uns auch wieder nur Snacks holen. Machen wir. Eieiei. Taubsi. Taubsi hätten wir auch eben gewinnen können. Rein theoretisch, aber einmal reicht's aus. So, dann machen wir direkt weiter. Strange Love. Okay, 1600. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Der Gegner erhält im Kampf Verstärkung. Metallverwandlung für Gegner. Metallverwandlung. Oh, da wird wohl der ein oder andere einen krassen Verteidigungswert haben. Bayonetta. Strange Love. Yeah, schöner Anfang, Mario. Wunderschöner Anfang. Super. Nichts anderes erwartet von dir. Komm. So. Ah, das Schiebepad. Ich halte das Schiebepad viel zu oft fest. Lass mal los. Ach, schade. Oh, was ist denn hier los? Was hat die denn bitte schon eben gerade vorgehabt? Das sah ziemlich übel aus. Ja, nochmal Bayonetta. Und beim dritten Mal wird es nicht netter. Bayonetta. Oh, spring. Rob ist jetzt am Start. Rob? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, den kann man schnell besiegen. Aber ich habe auch wiederum des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sowas sage, passiert was auf einmal. Okay, ich dachte schon, ich kann die Ultra Smash Attacke einsetzen. Da habe ich einmal zu oft auf den B-Knopf gedrückt. Jo! Hey, Bayonetta. Rob, komm mal her. Oh, Bayonetta. In der Zeit, wo du gerade am Posen warst, hätte ich dich voll angreifen können, aber diese Barriere hat mich daran gehindert. Okay, Rob ist nicht so wichtig. Hauptsache, Bayonetta wurde KO'd.
Strange Love und ein Lernjuwel. Spielereihenbonus. Ah, ich würde das gerne vorlesen, aber dann. Sorry, ich konnte nicht weiterlesen, der Text ist zu schnell verschwunden. Gut, es geht weiter. Was haben wir hier? Minzel? Klein, Mr. Game im Watch Team. Okay. Diesmal sind wir nicht im Nachteil und vielleicht können wir sogar einen Kämpfer befreien. Darauf hätte ich Bock. Massenweise Gegner am laufenden Band, besiege sie alle. Ja, sowas machen wir doch gerne, ne? Neunmal. Neun Gegner müssen wir besiegen. Okay, alles klar. Das Steuerkreuz funktioniert nicht. Ich weiß Bescheid. Komm her. Ja, tschüss mit dir. Auch tschüssi. Komm her. Die sind jetzt hier alle oben. Ja, zwei auf einmal erwischt. Habe ich sie auch beide platt gemacht? Dich mache ich aber platt. Euch mache ich auch platt. Hey, nerv nicht. Boah, Mario geht voll ab. Mario geht voll ab, Mann. Wie viele Gegner sind da noch am Start? Okay. Hey. Ups. Ist hier jemand? So, jetzt du auch nochmal. Was habe ich denn da bitte schön für Hasenohren am Start? Komm, da ist die Chance. Ah, wieso benutze ich denn meinen Umhang? Ach, Mann. Jetzt. Och, schade. Jetzt steh auf. Ich komme immer noch nicht auf das Schiebepad klar. Wie viel Part ist das? Und ich komme immer noch nicht auf mein Schiebepad klar. Sehr schön. Aber ich muss zugeben, im Moment macht mir dieses Let's Play am meisten Spaß. Super Mario Sunshine ist im Moment das schwierigste LP für mich. Aber Super Smash Bros. Ultimate ist das Let's Play, was mir gerade mega krass Spaß macht. Pokémon Crystal hat mir auch Spaß gemacht, die Nuzlocke Challenge, weil ich mich diesmal auch nur auf die Nuzlocke Challenge konzentriert habe und so auch schnell das hauptsächliche Ziel erreichen konnte. Yeah, da ist noch jemand. Okay. Ich den jetzt. Yeah. Und nur noch du, oder? Ja, das war's dann. Oh, jetzt habe ich die Wand kaputt gemacht. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Tschüss. Nice. Wonderful. Mhm. Minzel, Fliegengewicht. Oh, sorry, ich glaube, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Der Hammer ist sowas von Hammer. Schnapp dir den Hammer. Hammer, Hammer. Yeah, jetzt bin ich gespannt. Pac-Man! Ach was, gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Da sind wir sowas von dabei. Ist doch egal, der nachteilige Geistertyp. Eigentlich nicht, aber ich spuck gerade große Töne. Zwei, drei Versuche, wenn es nicht klappt, dann werden die Geister einmal geändert. Oh Junge, nerv doch nicht mit deiner Erdbeere. Oh, schön. Jetzt checke ich auch die Arena. Kann es sein, dass wir zum ersten Mal auf dieser Arena sind? Yeah, Wasser ist gut. Yeah, schön getroffen. Lauf, jetzt nochmal. Ach Mist. Okay, jetzt lauf. Ah Mann, der ist schlau. Komm, komm. Sehr schön. Feuerbälle, Feuerbälle, Feuerbälle. Feuerbälle. Jetzt, oh, da war die Chance. Jetzt. Yeah, ich werde die nicht landen lassen. Ja Mann, vielleicht kriege ich das wirklich hin. Ich glaube, ich krieg's wirklich hin. Oh, wie hat er das denn gemacht? Yeah, fliegt Peggy die Pac-Man und gib ihm! Naja, jetzt vielleicht? Nein, verdammt. Sehr schön. Oh, Erdbeere. Yummy. Jetzt nochmal. Ach, da war doch die Chance. Tschüssi. Links. Boah, ach, schade, ich hasse das. Oh, scharfes Essen. Mag ich, um ehrlich zu sein. Nein. Er ist mir zuvor gekommen, der Peggy die Pac-Man. Oh oh. Oh oh, Mario, geh weg. Das wird gefährlich. Mario, das wird gefährlich. Pac-Man ist jetzt klar im Vorteil. Mist. Komm jetzt. Sag mal. Oh oh. Jetzt wird's übel. Komm, spring. Nein. Ich bin im falschen Augenblick losgesprungen. Ich glaube, ich spinne. Was? Heftig. Mann, ich habe mich doch so gut geschlagen. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen.
Diese Ultra Smash Attack hat alles kaputt gemacht. Springen. Jetzt. Oh Mann. Das Problem ist, ich halte viel zu oft an dem Schiebepad fest. Ich lasse kaum los. Das ist ein großer Fehler, merke ich jedes Mal. Oh, schöne Seite. Oh, gib ihm. Sehr schön. Ja, nochmal. Ja, das war super. Ich liebe dieses Item. Eins der coolsten Items überhaupt. Pac-Man kämpft nur mit. Ach so, wie wär's, wenn wir auch mal vielleicht den Charakter wechseln? Also ich kämpfe tatsächlich sehr, sehr gerne mit Mario, aber das wisst ihr bereits. Mario ist so cool. Nice. Rabbit Kong. 1700 stärkere Armangriffe für Gegner. Okay, alles klar. Wir haben ja da einen Charakter, der ziemlich gut darin ist in Armattacken. Okay. Hey, Donkey Kong, mach doch keine Faxen. Ich habe gerade angefangen. Schon 0,5 abgezogen. Oh, ein Scrolling Level oder eine Scrolling Arena. So, weg mit dir. Komm, nochmal. Ah. Geh weg da, Mario, geh weg. Hä, spring, komm. Ja, super, schöne Jumps, Junge. So, jetzt zurück. Abhauen, spring, genau. Ja. Sehr schön, abhauen. Ach, was, nice. Das war super, Mario. Das war echt super. Super, Mario. Rabbit Kong haben wir bekommen. Und ein Lernjuwel. Vielleicht können wir demnächst wieder saftig lernen gehen. Okay, auf der linken Seite ist auch ein Gegner. Sakura, Fire Emblem. Okay, ui, 9100. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Der Gegner heilt sich fortlaufend. Eieiei, also Melinda. Und die Sakura sieht auch schon ziemlich cool und tough aus. Wow. Fire Emblem. Ja, ich glaube, ich werde vielleicht mit Fire Emblem demnächst auch mal anfangen. So einen privaten. Nur wegen Super Smash Bros. Ultimate. Die Charaktere haben mich ein bisschen neugierig gemacht. Ich habe irgendwie Interesse daran, mir die Storys mal reinzuziehen. Das ist bestimmt ganz anders als Pokémon und Mario. Oder Fortnite. Ey, ich sollte mich auf Melinda eher konzentrieren. Oh, schon 20%. Oh, oh. Ja, ich habe beide erwischt. Das ist immer gut. Sehr schön, ich habe Melinda erwischt. Oh, ich habe Mist, ey. Die Mine ist gerade hochgegangen, obwohl ich sie platziert habe. Ja. Sehr schön, gut gespammt. Nein, verdammt, hallo. Oh, mein Lieblingsitem. Mein Lieblingsitem. Oh, Melinda ist weg vom Fenster, oder? Nee, sie ist wieder zurück im Business. Nein, mein Item. Gib mir mein Item wieder. Nein. Sehr schön, ich bin wieder da. Nein, mein Item. Oh, das ist doch fiesi-miesi. Das ist mein Item. Ey. Das ist mein Item. Ja. Nein. Nein, verdammt. Ach schade, ich bin doch ein Idiot, ey. Da war meine Chance. Also wenn die Melinda mich besiegt, habe ich es verdient. Och man. Bin traurig. Was ist, wenn sie jetzt auch die Ultra Smash Attacke einsetzen kann? Dann habe ich ein saftiges Problem. Nein, verdammt, sie hat schon wieder dieses Item am Start. Ah. Nein, pass auf. Das wird jetzt ätzend. Ich muss abhauen, ich muss abhauen. Hilfe. Och nee. Die Niederlage habe ich sowas von verdient. Mist, ey. How erbärmlich is that? Der Dreckwerk 0810 gegen Aufsteiger, Spezial unten. Ach ja, stimmt. Dreckwerk. Dreckwerk habe ich vergessen. Yeah, Schutzschild ist voll cool von Mario. Okay. Boah, sehr schön. Ich drück gerade ein bisschen rum. Deswegen macht Mario ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen unlogisch sind, aber ziemlich cool aussehen. Ich probier gerade ein paar Sachen aus. Sehr schön. Yeah. Okay, komm her, Melinda. Komm her. Ja, sehr schön. Lauf, Mario. Sehr, oh, schade. Die Melinda hat schnell gehandelt. Was machst du da?
Die Holzrakete wollte mich mitnehmen. Ich habe aber nein gesagt. Nein. Sehr schön, ich habe Corin mitgenommen. Was machst du da, Mario? Melinda denkt sich, hey, ich bin doch hier. Gibt's hier keine Items? Ah, ich bin schon wieder am Fliegen. Sehr schön. Runter, runter. Runter, runter. Oh, Mann. Blume nehme ich mal mit. Sehr schön. Komm her, Melinda. Ich habe keinen Bock mehr auf die Blume. Oh, ja. Komm. Ja. Sehr schön. Die ist weg vom Fenster. Jetzt bist du dran. Oh, nein. Oh, jetzt geht's los. Komm her. Yeah. Ich hab dich. Kein Entkommen. Du willst mir doch nicht sagen, sie hat das ausgehalten. Ist das Fake oder Fake? Oh, sie kann jetzt auch die Ultra Smash Attacke einsetzen. Da habe ich Angst, um ehrlich zu sein. Ich habe Angst. Kann ich mich irgendwie retten? Oh nein. Oh nein, ich komme da nicht mehr raus. Oh nee, ey. Schon wieder? Again? Das wird richtig bitter. Oh. Oh, das war, glaube ich, falsch, so wie ich das gemacht habe. Ich habe mich fallen lassen, damit ich immer noch springen kann später. Ah, Melinda. Weg mit euch. Komm jetzt, schnell. Dreh dich um. Ich kümmere mich jetzt mehr um Melinda. Auf Corin verzichte ich einfach. Ah, pass auf, Mario. Jetzt hoch. Ja, ich habe mich noch gesaved. Das Coole an Melinda ist ja, dass sie sich ziemlich gut retten kann, wenn sie zum Beispiel kurz davor ist, die Arena zu verlassen mit den Ballons. Nein, schon wieder diese Holzrakete. Oh, du gehst mir voll auf die Nerven, Corin. Nein. Oh, wo bin ich? Da bin ich. Ich bin aber on fire. Okay. Ja, ich habe Melinda mit dem Feuerball erwischt. Spam, spam, spam. Hey, wo ist Melinda? Da ist sie. Ich mache mir Sorgen um sie. Brauche ich aber nicht. Sie kann sich auf jeden Fall gut retten. Es gibt einige Charaktere, die haben es voll drauf. Pink K-Wool auch. Sehr schön. Ja, nochmal. Ja, runter. Sehr schön, Mario. Oh, oh, aufpassen vor Melinda. Nee, sie hat mich schon wieder, oder? Nee, oder? Wo bin ich? Wieso? Das gibt's doch gar nicht. Ich hasse es, wenn sich der Part einfach in die Länge zieht die ganze Zeit wegen solchen Sachen. Da muss ich wohl jetzt durch, wa? Das kennt ihr auch, oder? Oder? Nee, Melinda. Wenn, dann mache ich den ersten Schlag, bitte. Oh, Corin, du Nervensäge. Wenn ich jetzt auch Support hätte, dann würde das Ganze ganz anders aussehen. Okay, Corin, du nervst. Corin supportet aber gut. Sie hat auch gerade bis jetzt wenig Damage bekommen. Oh, das gibt's nicht. Ich treffe Melinda nicht. Oh, Mann. Oh, nee, sie hat jetzt nur 53%. Weg mit dir, Corin, du Nervensäge. Ich kümmere mich doch um dich als erstes. Du bist gefährlich. Ja. Du auch nochmal? Essen. Essen, 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 essen. Mist, ey, Melinda. Was wollte ich machen? Oh nee, ich will nicht verlieren. Aufpassen, Hilfe. Gib ihm. Ja, komm schon. Verlieren ist ja nicht so schlimm, aber ich habe ja eben gerade schon 2-3 Mal verloren. Boah, was haben wir hier? Weg mit dir. Mist, das war zu weit geworfen. Wie, deine Angel hat mich erwischt. Und jetzt dein Kescher? Mist, falsche Richtung. Falsche Seite, falsche Richtung. Aber, ach nice.
Das war gut, weil ich habe sie von der linken Seite aus auf die rechte Seite gezogen. Nice, jetzt haben wir Sakura. Fire Emblem. Eieiei. Die Sakura geht ab. Gar nicht mal so schlecht, die Sakura am Start zu haben. Weil ihr habt ja gesehen, was bei Melinda los war. Sie war erstmal bei 46 und nach einer gewissen Zeit, als ich sie nicht mehr erwischt habe, war sie irgendwann bei 43. Wo sind wir eigentlich? Wow. Okay. Edi, das sieht aber cool aus. Shigi-Team, der Gegner setzt oft seinen Spezialstandard ein. Okay, eine kleine Abwechslung. Dieser Kampf wird ein bisschen leichter. Ja, ich habe auf jeden Fall noch Bock, ein, zwei Kämpfe wahrzunehmen. Mhm. Okay. Oh, pass auf, Mario. Das war kein guter Anfang gerade. Kann man die Shigi schnell loswerden? 4 Shigis, ne? Feuerattacken treffen diese Wasser-Pokémon nicht so sehr effektiv. Als ob das so ein Pokémon-Spiel gerade wäre. Naja, aber so zu denken ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay, boah, C sind die auf jeden Fall. Ah, ich habe bis jetzt noch keinen Damage abgekriegt. Wie cool ist das denn? Oder können sie einen nicht schaden? Ach, die greifen nur mit Wasser an. Können die gut schwimmen hier? Okay. Hey, komm. Du bist auch weg vom Fenster. Jetzt bist du dran und du auch noch. Nee, du bist noch am Start. Boah, schade. Der grüne Panzer hat mich genervt. Jetzt habe ich Damage abgekriegt. Warte mal. Kannst du mich verletzen? Komm mal her. Komm her. Ich check das gerade nicht. Ich habe nicht so sehr... bin nicht so krass auf den Text eingegangen. Pass auf, ich will mich auch nicht runterschieben lassen. Okay, alles klar, der macht wohl nichts. Gut, dann. Okay, umgehen kurz. Tschüssi. Du bist die anderen Shigis von uns. Eli haben wir jetzt bekommen und ein Lernjuwel. Linderungsfähre. So, so. Hm, wo sind wir denn jetzt, Leute? Ich sehe da auf jeden Fall etwas. Einkaufen bei Terry müssen wir nicht. Rotes Pikmin. Ah, wir können jetzt etwas im Wissensbaum machen. 45 Lernjuwelen haben wir jetzt am Start. Hm, was ist das? Item Heilkraft verstärkt Heilung durch Heilungs-Items. Hm, nehmen wir das hier. Schuss-Items verstärkt Schuss-Items und erhöht deren Munition. So, super. Raus hier. Wir gehen uns jetzt weitere Lernjuwelen klar machen. Rotes Pikmin. Klein Fuego-Team. Viermal. Wie jetzt? Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden, stärkere Feuerexplosionsangriffe für Gegner, Ausdauer-Smash, reduziere die Kraftpunkte der Gegner auf 0. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir diesen Kampf noch in diesem Part wahrnehmen, Leute. Danach war es das mit diesem Part und es geht auch direkt weiter mit dem nächsten Part. Okay, wie wär's, wenn ich mit Feuerbällen angreife? Bringt das was? Hä? Das bringt auf jeden Fall was. Hä? Ich habe Kraftpunkte, okay. Sehr schön. Wir haben aber wirklich nicht allzu viele Kraftpunkte, ne? Das ist aber nice. Wie ich mit dem Umhang angreife. Hä? Ich kann die ja original mit den Feuerbällen einfach bekämpfen. Ich habe beide erwischt. Das ging aber schnell. Bisschen zu schnell. Rotes Pikmin. Ach, ganz ehrlich, wir kümmern uns doch noch um einen Kampf. Das war ein bisschen zu kurz. Garten der Begegnung. Eifrige Pikmin. Mhm. Oh. Was? Ernsthaft? Wollen wir mal kurz rein? Hä? Haben wir jetzt gerade was bekommen? The Boss. Ja, übertreibt die Lage. 13.900. Giftalarm, der Boden verursacht fortlaufenden Schaden. Ausdauer-Smash auf Zeit, Siege innerhalb des Zeitlimits. Bei hohem Gegnerschaden, erhöhte Abwehr für Gegner. Okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich das hinkriegen werde, aber einmal ausprobieren geht klar. Nur einmal. The Boss, wisst ihr, wer diese Person ist? Das ist die Lehrerin. Ja, ich sag mal, die Lehrerin von Snake. Krass, sie ist auch hier am Start.
Metal Gear Solid 3 ist so ein heftiges Spiel. Ich habe eher den zweiten Teil durchgesuchtet, aber der zweite Teil war auch, ich meine der dritte Teil war auf die Story bezogen übelst hart. Oh nein! Hä? Wartet mal nochmal. Sie hat 180 Kraftpunkte. Ich kann auch mit den Feuerbällen direkt angreifen. Nee, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das direkt hinkriege, aber einmal möchte ich schon kämpfen und in diesem Kampf möchte ich auch direkt mein Bestes geben. Wir haben 2 Minuten Zeit. Okay. Boah, dies C. Der Verteidigungswert von ihr ist heftig. Heftig. Oh. Was? Warte mal, wie viele Kraftpunkte habe ich? Ah nee, das lag an dem Boden, stimmt. Warte mal, das war heftig. Das war heftig. Ich meine, hier gibt es ja auch gar keine Plattform, auf denen ich stehen kann. Spring Mario. Stimmt, ich habe den giftigen Boden total vergessen. Ja, die Samus bearbeitet mich, ne? Das Ding ist, sie hat den Vorteil, dass ihre Stiefeln sie davor beschützen. Hä, wie? Sag mal, wie soll ich das denn machen? Boah, ich brauche auf jeden Fall einen stärkeren Charakter. Ich habe Samus nicht mal einmal erwischt. Nee, das ist so heftig. Heftig, liebe Leute. Ich würde vorschlagen, diesen Kampf nehmen wir ein anderes Mal wahr. Jetzt ist das noch ein bisschen zu früh. Wow. Das hat mich jetzt umgehauen. Was haben wir hier? Donkey Kong? Okay, alles klar. Ich würde vorschlagen, im nächsten Part befreien wir einfach Donkey Kong. Ist doch auch, denke ich mal, auf den nächsten Part bezogen, ein netter Anfang. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.